Anzeige Karlsruhe, Deutsche Presseagentur. Dürfen Kontrolleure einem Mann den Zugang zu einer Party verwehren, weil er zu alt aussieht? Mit dieser Frage befasst sich heute der Bundesgerichtshof, BGH, und der damals 44 Jahre alte Kläger und zwei Begleiter waren im Sommer 2017 nicht auf ein Open-Air-Event in München gelassen worden. Der Mann fordert 1000 Euro Entschädigung und beruft sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Amtszeichen 7ZR7820. Vor den Münchner Gerichten hatte er keinen Erfolg. Die Veranstaltung sei nicht für ein allgemeines Publikum vorgesehen, sondern für Personen im Alter von 18 bis 28 Jahren gedacht gewesen, die auch noch als Partygänger gekleidet. Das Landgericht München ließ aber die Revision zum BGH zu, um Leitsätze für die Auslegung der einschlägigen Vorschriften des AGG aufzustellen. Copyright-Symbol, Deutsche Presseagentur. Infocom, Deutsche Presseagentur, 210224995777705. Halbe Anzeige. Ankündigung des BGH.